Im Luftkurort Bled, rund 50 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Ljubljana, weit und breit kein Schneeflöckchen. Dafür Sonne pur. Wer den Schnee sehen möchte, muss hochfahren. 25 Kilometer, mehrere Serpentinen überwinden, bis das Ganze in einer Sackgasse oben auf der Pokljuka endet. Auch den Athleten bleibt dieser Weg nicht erspart. Oben angekommen geht's gleich zum Skitest. Nur keine Zeit verlieren nach der 30-minütigen Anreise. Matthias Dorfer, der Newcomer im deutschen Staffelquartett, mit leicht angespannten Gesichtszügen. Es gilt, den passenden Ski zu finden, bei Kunstschnee keine leichte Aufgabe. 24 Staffeln messen sich am heutigen Tag, darunter auch das deutsche Quartett mit Startläufer Erik Lesser, erfahren auf dieser Position. Dann der junge Matthias Dorfer an drei, Benedikt Doll, danach Simon Schemp. Zu den Top-Favoriten zählen die Russen. 4 mal 7,5 Kilometer mit zwei Schießeinlagen liegen und stehend. Erik Lesser, risikofreudig, schießt schnell und braucht drei Nachlader. Deutschland fällt zurück auf Rang 16, Rückstand 25,2 Sekunden. Nun also beginnt die Aufholjagd. Aus der Defensive in die Offensive. Das zweite Schießen stehend. Lesser mit zwei Nachladern. Ich habe die letzten drei Jahre die erste Staffel immer auch ein bisschen verhauen und wollte es halt unbedingt richtig machen. Und wenn man zu viel will, dann geht es auch in die Hose. Nach dem ersten Wechsel an der Spitze Russland, gefolgt von Italien und der Ukraine. Erik Lesser wechselt als Neunter auf den Debütanten Matthias Dorfer. Knapp 34 Sekunden der Rückstand. Dorfer mit dem Auftrag unterwegs, nicht zu schnell anzugehen. Hinterher, gute erste Runde. Da den Sichtkontakt haben wir, aber nicht auf Biegen und Brechen jetzt da, gell? Dann arbeiten wir zusammen, hier vorne ist eine andere Gruppe mit Norwegen inklusive. Jetzt passt einwandfrei bis daher. So arbeitest du weiter, hopp! Dorfer beim Schießen mit seinen 23 Jahren bereits abgezockt, liegend perfekt und auch stehend routiniert, schnell. 5 Treffer, wichtig, um nicht den Anschluss zu verlieren. In Führung nach der Hälfte des Rennens, Frankreich vor Russland und Italien. Für das deutsche Quartett nun Benedikt Doll unterwegs auf Rang 8. 53,7 Sekunden gilt es nun aufzuholen auf seiner Teilstrecke. Die Franzosen mit Simon Destieu bereits auf der Strecke mit 0 Fehlern. Die Russen verabschieden sich vorerst vom Podest. Strafrunde für Elisiev. Benedikt Doll versucht Zeit gut zu machen, schießt schnell und braucht, genau wie Erik Lesser, alle drei Nachladepatronen. Schlussläufer Simon Schemp in der Vorbereitung, während Benedikt Doll noch stehend schießen muss. Doll nervös, deutlich sichtbar. Erneut muss er auf die Nachladepatrone zurückgreifen, gleich zweimal. Aber auch die anderen Staffeln verlieren Zeit, müssen nachladen. Auf seiner Schlussrunde kämpft der starke Läufer Doll, fliegt förmlich über die Strecke, schiebt sich von Rang 5 vor aufs Podium. 1,3 Kilometer vor dem Wechsel, Deutschland nun Dritter hinter Frankreich und Italien. Andreas Stitzel an der Strecke versucht, seinen Schützling zu motivieren. Italien ist auf 2! Die packt man noch! Der geht schwer! Jetzt muss die Keule auspacken! Jetzt zieh aber Zander auf den Mai! Hopp! Jetzt! Man nimmt die Lautstärke wahr, dass er drin ist. Was er dann immer genau sagt, das nimmt man dann, oder kann ich mich jetzt gar nicht mehr dran erinnern. Beim letzten Wechsel auf Simon Schemp, Benedikt Doll vor den Italienern auf Rang 2, überragend. Nur noch 20,5 Sekunden der Rückstand auf die führenden Franzosen. Wir springen zum letzten Schießen, Platz 1 bereits weg. Frankreich mit Martin Foucault klar in Führung. Es geht um die weiteren Podestplätze. Russland mit Schipulin, ein Nachlader. Schemp verlässt den Schießstand als Dritter. Andreas Stitzel wittert die Chance. Noch einmal kitzeln den Russen. Das heißt so viel wie auflaufen. Den attackieren wir nochmal! Das Rennen ist schließlich erst vorbei, wenn das Ziel erreicht ist. Martin Foucault sichert seiner Staffel souverän den Sieg. Zweiter, Russland, trotz einer Strafrunde, die deutsche Staffel nach hartem Kampf auf dem Podest, Rang 3. Wir sind jetzt mal mit einem Podium in einem Staffelwettkampf eingestiegen in die Saison. Das haben wir die letzten Jahre nicht geschafft und war schon ein besserer Einstand. Darauf lässt sich doch aufbauen. 4 weitere Möglichkeiten gibt es noch in diesem Winter. Der Fokus liegt sicherlich auf dem Höhepunkt der WM in Hochfilzen.